Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo. Solo ist ja der Mann, ist es schon Folge, ich weiß es gar nicht, Folge irgendwas über 30, 35, 36, irgendwie sowas. Und ich kann den Namen immer noch nicht. Schlimm ist das, schlimm. Egal, ich hoffe, ihr habt bis jetzt schon mal einen sehr guten Tag gehabt, einen schönen Tag und habt jetzt vielleicht noch einen kleinen besseren Tag oder ein bisschen besser, weil ich hier dieses Video mit euch zusammen mache. Schön wäre es ja. Schön wär's ja. So, ich habe letztes Mal ja Feedback gekriegt für unser Gebäude und möchte das jetzt ein bisschen anders machen. Und dafür mache ich dann jetzt hier ein paar Shops rein, sodass die Leute auch einen Grund haben, da reinzugehen. Und ich habe das Dach abgenommen, weil ich das Dach auch nochmal neu machen möchte. Das ist auf jeden Fall so das. Ich benutze hier das Arktikholz, weil das ist tatsächlich... Leider kann man die Farben nicht verstellen, aber das wäre tatsächlich so mein Go-To-Holz, wenn ich irgendwas bauen müsste. Die Dinger sehen halt einfach cool aus. Und für den Innenraum sieht das eigentlich verhältnismäßig okay aus. Kann man auf jeden Fall so anbieten, kann man so lassen. Dann mache ich hier unten dieses Zebra-Ding, weil es ja einfach passt, wenn wir hier dieses Savannengehege machen. Meiner Meinung nach zumindest. Das ist ein bisschen gefuscht rechts, aber ich meine, das siehst du eh nicht, wenn du nachher... damit als Besucher durch die Halle gehst quasi. Das passt nicht, das mache ich nochmal ein bisschen schräger. Und schon sieht das ganz gut aus. Wir haben einen Getränkeladen da oben und wir haben Informationen und eine Toilette. Und unten drunter haben wir tatsächlich nochmal ein paar Läden. Später auf jeden Fall, wenn ich das Haus dann platziert habe. Ich nehme jetzt dann doch das andere Strohdach, weil das dann cooler aussieht. Und erhöhe... das Dach hier ein bisschen. Mach das auf eine andere Höhe. Und bin mir immer noch bis jetzt unsicher, ob ich den Mittelteil wirklich gut finde oder nicht. Am Ende des Tages finde ich den ganz okay, auch weil ich den ein bisschen erhöhe. Und wenn das Haus nachher beim Gehege steht, das wird in dieser Folge auch noch passieren, dann sieht das eindeutig besser aus, als das, was sie jetzt, so wie sie jetzt aussieht. Das dürft ihr nicht vergessen. Also das wird alles, am Ende des Tages wird es alles. Wartet einfach nur ab. Lasst euch überraschen. Nachher sieht's gut aus. Und das ist auch mal wieder krass. Du siehst jetzt hier in der Aufnahme, sehe ich ja, wie es vorher aussah und weiß ja jetzt auch, wie es jetzt aussehen wird. Das ist einfach nur eine krasse Geschichte. So. Hier mache ich jetzt nochmal was und ich bin mir auch wieder nicht sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Aber am Ende sieht es halt ganz okay aus. Deswegen lasse ich das, glaube ich, auch. Werde hier noch so eine Einkerbung machen, wo das Dach dann halt... so ein bisschen nach vorne geht und zieh dann auch die Stelzen noch ein Stück nach vorne. Die passen nicht so hundertprozentig, aber wenn du nicht mehr so hundertprozentig dicht dran bist, sieht das auch nicht so schlecht aus. Es ist auch mit Absicht nicht symmetrisch, weil auf der anderen Seite, ich habe diesen runden Ausguck weggenommen jetzt, den baue ich nachher als eigenes Gebäude nochmal nach. Und dann sieht es, glaube ich, ganz cool aus. So zumindest meine Idee. Das Gebäude ist jetzt an für sich schon okay zufrieden. Schon okay fertig. Wollte das ein bisschen verlängern. Gefällt mir dann aber nicht. Und ist vielleicht auch ganz gut, dass ich das dann nicht getan habe. So. Das Gebäude soll dann irgendwie gedreht werden. Und ich drehe es dann auf diese Seite hier. Ist es immer noch passend tatsächlich, wenn ich jetzt das hinzufügen möchte. Aber in erster Linie füge ich jetzt erstmal den Weg hinzu. Und mache hier oben alles groß als Weg. Stimmt, da fällt mir ein, ich habe noch gar keine Sitzbänke da reingemacht. Da wollte ich unbedingt noch machen, eigentlich Sitzbänke. Habe ich total vergessen. Egal, kann ich immer noch machen. Hier jetzt ein bisschen mit Geländer. Und nach vorne und nach hinten raus soll das natürlich gehen. Hatte hier ein paar Probleme mit dem Weg. Bis mir eingefallen ist, dass da ja, wie nennt sich das, abgerundet ist. Und am Ende des Tages sieht es dann ganz okay aus so. Setz den Weg noch ein bisschen weiter. Und mach hier noch eine kleine Plaza hin. Irgendwie, da kann man noch mal irgendwas hinstellen. So auf jeden Fall meine Idee. Und das war ein bisschen blöd. Der Weg nach drin, unten drin, ist nicht ganz so smooth wie der Weg oben. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich oben ein Gebäude hatte, an dem ich das ausrichten konnte. Und das hier unten hat halt überhaupt nicht gepasst. Deswegen mache ich den Weg mal nochmal selber. Hänge auch manchmal so ein bisschen fest mit dem Ganzen.
Und ziehe das aber noch nicht ganz durch, sondern ziehe das nur bis hier durch. Und baue hier drin halt auch so ein, ja, eine halbe Plaza quasi, rund die so ein bisschen ab und kann dann in die Ecke da noch eine Hotdog Squad, glaube ich, und einen Street Fox Coffee machen. Ich meine, die beiden Gebäude sind das auf jeden Fall geworden. Und dann passt das auch. Dann haben wir da ja auch ein, ja, wie soll man sagen, dann haben wir da ja auch eine Ecke, wo die was essen können. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Essen und trinken auch nochmal nach unten. Macht das Design natürlich auch nochmal wie oben mit dem Zaun. Oder mit diesem Zebra-Muster. Irgendwie sowas. Und dann passt das tatsächlich auch. So vom Aussehen her. Finde ich zumindest, dass das ganz gut aussieht. So, verkleidet auch nochmal hier mit Holzstäben. Am Ende des Tages mache ich da auch keine Palisade drüber oder so, weil es ist ja eh draußen. Das ist dann gar nicht so schlecht. Hier so afrikanische Deko an die Seite. Ich habe auch dieses Mal wieder versucht, ein bisschen mehr Deko zu machen als sonst. Baue ich hier tatsächlich auch nochmal ein Vivarium rein. Was mir auch sehr gefällt tatsächlich, weil es gibt ja auch noch ein paar afrikanische Exhibit-Tiere und ich habe tatsächlich in diesem Zoo hier kaum Vivarien. Eins mit dem Rotaugenfrosch. Und dann ist das jetzt so erst das zweite Vivarium, das ich habe. Und das ist schon interessant, weil ich finde, es gibt auch viele coole Vivarientiere. Von daher eher blöd, dass das erst das jetzt ist. Guckt dann natürlich noch, welches Tier ich nehmen soll. Hatte die Schnecke im Angebot, aber nehme ja am letzten Endes den Goliath-Käfer. Und die ziehen dann hier ein. Und dann richte ich das Gehege für die nochmal perfekt ein. Soweit auf jeden Fall der Plan. Und dann sind die auch ganz zufrieden. Und das passt auch ganz gut hier unten rein. Es packt so ein bisschen in den Weg oben rein, aber das macht eigentlich nicht so mega viel. Dann es passt am Ende. Du kommst halt da unten rein, kannst da unten dann die Savannentiere angucken, die dann da draußen laufen werden. Und kannst dann auch die Exhibit-Tiere sehen. So, hier oben gibt es dann noch eine Runde Glas. Das ist ja so, wie ich das geplant habe, dass man auch von drinnen stehen kann und rausgucken könnte und die Tiere sehen könnte. Und dann fällt mir auf, dass ich hier oben gar nicht fertig gemacht habe. Man kann da halt reingucken, das ist ein bisschen blöd. Dann mache ich das weg und... Achso, mache ich jetzt da das Dach tatsächlich? Okay, krass. Dachte, da bräuchte ich noch ein bisschen länger. So, jetzt war da ein kleiner Cut drin, denn dann hatte ich... ich musste zwischendurch noch ein paar andere Sachen regeln. Und jetzt sind wir dann quasi in der zweiten Aufnahme. Starte auch gleich mit ein bisschen Begrünung hier an dem Gehege und baue auch gleich ein paar Pflanztöpfe. Und wenn ich dann, genau, die Pflanztöpfe, da mache ich dann einen fertig und dann kopiere ich diese rüber. Und das ist vielleicht auch gar nicht so blöd. Und die kommen unter alle Fenster, die kommen auch nochmal nach oben. Und das macht das Ganze ein bisschen lebendiger. Das wurde mir auch gesagt, dass ich das mal machen soll. Hatte überlegt, ob ich oben Balkone dran mache. Sieht aber blöd aus. So, ich gehe nur mit den Pflanztöpfen dieses Mal. Ich wollte gerade sagen, hier drin hätte ich ja auch was reinmachen können, aber ich mache da Mulch. Und dann mache ich da kleine Pflanzen rein. Ganz genau. Die auch zu Afrika passen. Ich habe die halt afrikanisch gemacht. Und dann gibt es da noch ein bisschen Holzkante als... Wie soll man das sagen? Als Beetbegrenzung. Genau, das sieht dann ganz cool aus. Hier unten. Das soll ja auch nicht so mega doll dschungelmäßig sein. Das soll ja mehr so Afrika-Style-mäßig sein. Wollte ein bisschen mit Licht arbeiten. Fand ich, habe ein bisschen viele Lichter gemacht. Entfernen hier zwischendurch welche. So, dass das Ganze ein bisschen vernünftiger aussieht und nicht so übertrieben zugemüllt. Ich gehe dann hier auch wieder mit dem Pflanzkasten nach oben und dann passt das. Und ich weiß nicht, ich baue da jetzt diesen großen Baum hin. Weiß jetzt nicht, ob ich das so cool finde am Ende. Müssen wir mal sehen. Dann gehe ich jetzt drüber, dass ich jetzt hier die Ausblick-Guckstation-Dings bauen möchte. Und da baue ich dann das Dach erst und wollte hier das andere... Red nehmen und finde dann einfach nicht das richtige Teil dafür. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob es das Teil überhaupt gibt. Und entscheide mich dann, dass ich dasselbe Stroh nehme wie im anderen Haus und am Ende des Tages sieht das dann, glaube ich, auch ein bisschen besser aus.
Weiß auch gerade gar nicht, was ich hier in die Mitte mache. Mache ich das in die Mitte? Ja, eigentlich nicht, weil das sieht nämlich blöd aus. Ich war mir aber nicht sicher. Mache ich das flach? Ich mache es tatsächlich flach, weil dann ist es, sieht das gar nicht so blöd aus eigentlich. Es sieht nachher, wenn das Gehege steht, besser aus. Lass mich das bitte sagen. Glaub mir, es sieht besser aus, wenn das Gehege da ist. Werde das Dach natürlich nochmal hochziehen und muss diese Stelzen hier auch noch ein bisschen dichter zusammenziehen, ein bisschen runtersetzen. Ziehe das gesamte Dach dann ein bisschen hoch und muss dann die Stelzen auch nochmal kopieren, sodass die nochmal in die Erde gehen. Weil die waren dann ja natürlich zu kurz, aber dann sieht das eigentlich ganz witzig aus. So als kleiner Ausguck sozusagen. Das war so der Plan. Dann ein bisschen Terraforming, das ganze Gehege ja wieder ein bisschen tiefer setzen. Arbeite hier mit zwei Höhen und einem Wassergraben im Gehege. Das ist so der Plan. Die Tiere sollen ja Savanntiere werden. Ich möchte da gerne ein paar Antilopen reinhaben. Ich möchte Strauße reinhaben, Zebras, Giraffen. Das sind alles die Tiere, die da reinkommen. In unser Graslandgehege kann man das ja quasi nennen. Und da werde ich dann noch einen Giraffenunterstand bauen jetzt. Und ich werde das Gehege schon mal von der Form her platzieren. Und ihr seht, es wird riesig. Es ist das größte Gehege, was ich, glaube ich, überhaupt irgendwie gebaut habe. Und das ist hier hinten an der Seite geparkt. Wie sich das gehört. Hier hatte ich etliche Probleme, weil das Glas dann nicht hochgezogen werden konnte, weil oben ja der Weg ist und Zäune und Wege stören sich. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich dann Glas einfach nur unten reinmache. Aber ich möchte halt gerne, dass die Möglichkeit habe, dass ich da One-Way-Glas machen kann. Und es ist am Ende alles krumm und schief. Aber wenn du dann weiter weg bist wieder und wenn du dann unten stehst, sieht das ganz cool aus, wenn du drin stehst in dem Gehege. Genau, guck mal, das sieht ganz nett aus und du bist auf derselben Höhe wie die Tiere dann. Und dann passt das. Ich kaufe mir auch noch ein paar Strauße, die ich dann reintun werde, um zu gucken, ob ich das Gelände richtig angepasst habe. Mit Erde und sowas. Und ich kann euch jetzt schon mal spoilern, es ist einfach viel zu viel Graslang drin gewesen. Und ja, ein kleines Giraffenhaus werden wir dann nochmal bauen, wo die einen Unterstand haben. Und auch natürlich die anderen Tiere, die da einen Unterstand haben. Und dann gucken wir mal, wann die nächsten Tiere reinkommen. Vielleicht ja schon, wenn ich spiele. Aber erstmal hier die Strauße, die dann da einziehen. Und dann gab es da einen Bug. Der lag dann irgendwie oben, der Strauß. Und ich habe keine Ahnung, warum. Und das, der weibliche Strauß ist dann halt angeliefert worden. Und dann reichte mir das auch tatsächlich, um da das Gehege fertig zu machen. Vom Gelände. Wie man das Gelände einrichtet. So, und ich habe dann viel oder oft das Problem gehabt, dass ich eindeutig zu wenig Gras kurz habe und das wusste ich nicht, wie ich das regeln soll. Und dann passte das und dann habe ich einfach noch weitergemacht, weil es kann ja nicht schaden. So, weiter zum nächsten Projekt doch noch nicht. Erstmal gibt es hier, es soll in dem Gehege mehrere Möglichkeiten geben, zu gucken. Unter anderem aus dem Asienbereich. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich möchte auf dieser Seite hier was anderes bauen. Aber das Avan-Gehege ist halt so groß geworden mittlerweile, dass das vielleicht gar nicht mal so unsmart ist, dass man auch von hier reingucken kann. Es passt halt nicht zur Ecke, aber es passt, es macht den Zoo halt schön, nennt sich das, verbunden, das Gehege. Finde ich zumindest. Wollte gucken, ob die Leute rüber gucken können. Das können die tatsächlich. Und dann starte ich auch direkt das Giraffenhaus. Jetzt benutze ich das andere Holz. Weiß auch nicht, ob ich das cool finde. Ja, beziehungsweise, ich finde das schon cool. Weiß aber nicht, ob das gut aussieht, wenn ich da das Giraffenhaus und das andere Haus in zwei verschiedenen Farben habe. Aber das könnt ihr ja mal entscheiden. Aber ich finde es am Ende des Tages ganz cool, das Giraffenhaus. Ist ein bisschen was anderes als das, was man sonst so gewohnt ist. Finde ich zumindest. Hatte da meine Entscheidungsschwierigkeiten, den, wie nennt sich das? Das Dach zu entscheiden oder wie? Irgendwie sowas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist, wenn man auch jetzt schon wieder hier 15 Minuten redet, ohne nebenbei zu spielen, dann wirst du bescheuert. So, ich habe mich erst für Glas entschieden. Entscheide mich dann natürlich noch um,
wie immer, weil ich habe dann gedacht, okay, gut, das sieht auch irgendwie ein bisschen komisch aus. An für sich, das Layout ist gar nicht schlecht, aber es sieht halt trotzdem komisch aus. Und dann hatte ich ein bisschen Z-Filing, da muss ich die Säule wieder suchen und so weiter und so fort. Also das hat ein bisschen gedauert, das war ein bisschen eine kleine Friemelarbeit hier, wenn man das so sagen kann. Aber am Ende finde ich es ganz okay. Ich nehme das Glasdach dann gleich weg, benutze mein eigenes Holzdach, was ich dann da erstellen werde. Und mache Glas einfach in die Mitte rein. Ich wollte gerade sagen, lösche ich das nicht, aber das ist ja, oben sieht das ja da jetzt so aus. Was ja nicht schlecht ist für die zwei Wände. Genau, und da habe ich auch die eigene Farbe gemacht für das Holz und mache da in die Mitte ein bisschen Glas rein und dann sieht das, glaube ich, auch ganz gut aus. Ganz vernünftig. Die Säulen hier, rechts und links, der Säulenframe ist noch ein bisschen komisch schief. Das ist, weil ich, wenn ich das Giraffenhaus fertig habe, dann möchte ich das Dach natürlich wie immer auch überstehen lassen und dann sieht man das gar nicht. Darum ist das noch so. So, nur falls ihr euch gefragt habt, was da los ist. Mir ist jetzt am Ende auch eingefallen, ich werde gleich was machen. Macht das nicht nach. Ich hätte das Gebäude auch einfach so absenken können. Und war so blöd und habe es nicht getan. Ich dachte, okay, jetzt ist es viel zu hoch für ein Giraffenhaus. Und dann ändere ich das gleich noch und hört auf damit, Leute. Ich hätte das Gehege oder das Haus einfach ein bisschen in den Boden reinsenken können. Und mache jetzt hier sowas. Und das ist völliger Schwachsinn. Lass das sein. Es sieht nicht gut aus und das ist krumm und schief und total doof. Aber gut. Gut, so war es dann halt, ne? Am Ende des Tages ist es dann ganz okay. Finde es immer noch ein bisschen hoch. Ganz genau, ja, jetzt ist es schon mal besser. Und platziere dann da auch noch ein bisschen Schlafstuff drin. Platziere da auch noch mal so einen Zaun, wie ich das quasi bei den Kamelen gemacht habe. Dass wir da so ein bisschen das Feeling haben, dass das ein Stall ist. Und dann am Ende des Tages ist es halt ein Unterstand für die Giraffen und für die Strauße und für die Zebras und so weiter und so fort. Die können da alle reingehen, können die da alle chillen. So, jetzt die letzte Ecke hier, bevor die Timelapse zu Ende ist. Wir haben eine mega lange Timelapse gehabt heute, ist gar kein Problem. Es gibt trotzdem ein bisschen Live-Gameplay. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß. Gebt mir das Feedback, was ihr denkt und wir sehen uns gleich im Realtime-Part. Jo, willkommen zurück in unserem Realtime-Part. Ich habe neue Paten gemacht. Wir haben Krabbe Deluxe hier bei den kleinen Schweinchen, hätte ich mal gesagt, hier bei den Zwergflusspferden. Und Lina ist Pate geworden bei den Schimpansen, die ja auch demnächst jetzt Nachwuchs kriegen, tatsächlich. Und was haben wir noch gemacht? Ich glaube nichts, denn es gibt jemanden, der gesagt hat, er oder sie möchte Pate bei den Warzenschweinen werden, was ich total überhaupt nicht verstehen kann. Ich hoffe, das ändert sich nochmal bei euch, ja? Ich hoffe, da schreibt jetzt einer rein, bei den Warzenschweinen wäre ich gerne Pate, weil ich finde das Gehege so cool, tatsächlich. Aber ihr scheinbar nicht. Also ihr findet das Gehege auch cool, aber möchtet nicht Pate werden. Das hoffe ich, ändert sich noch. So, wir sind hier dabei, das Graslandgehege einzurichten. Wir haben ja jetzt hier zwei Strauße drin. Ist jetzt nicht so mega viel tatsächlich, aber es ist ein bisschen was. Und ich habe hier irgendwo jetzt einen Mitarbeiter rumlatschen, der nichts macht, der kein Dings hat. Hier ist ein Baby. Adama. Cool, wir haben unser erstes Schimpansenbaby, glaube ich. So süß. So sweet. Hoffentlich klettern die mal mehr. Die sind einfach nur drin. Das Schlimme ist das mit denen. So. Das wollte ich auch nochmal mit euch machen. Und zwar möchte ich gerne hier diesen Unterstand nochmal machen. Ich fand, der hat sehr gut bei den Warzenschweinen funktioniert. Deswegen möchte ich den hier auch nochmal hinstellen. Einfach weil es gut aussieht. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Und weil so ein Unterstand halt immer smart ist für die Besucher. Ich sollte den ja eigentlich auch im Workshop hochladen, das habe ich noch nicht gemacht. Das regle ich nochmal. Sodass ihr euch den runterladen könnt
wenn ihr da Bock drauf habt. So, dann passen wir hier auch nochmal das alles an, wie quasi auch bei den Warzenschweinis. Machen wir das hier auch. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so die beste Lösung. Wenn man das so macht, wenn man das so regeln kann. Ich glaube, wenn wir hier Holz reinmachen bei dem Maschendrahtzaun, ist es auch ganz gut. Genau, das sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Da hat man hier nochmal so einen Unterstand, wo man auch gucken kann, weil hier ist ja diese riesen Savanne, die hier reinkommt, die wir noch einrichten müssen komplett. Und wir müssen hier, das wollte ich ja auch nochmal, das hatte ich ja auch noch überlegt, als ich das da geregelt hatte. Oder als ich das gebaut habe, gesehen habe, beim zweiten Mal sehen quasi. Hier haben wir nämlich jemanden, der keinen Arbeitsbereich hat. Tracy, das wird jetzt dein Arbeitsbereich hier. Und ich kann dir sagen, Tracy, das wird heftig. Grasland. Damit das für Tracy tatsächlich auch ein bisschen schneller geht alles, hänge ich hier auch nochmal einen Mitarbeiterweg dran. Sodass die hier ganz schnell von A nach B kommen. Wie sieht's bei euch aus? Denen fehlt halt nur Lebensqualität. Der Rest ist denen eigentlich tatsächlich scheißegal. Das ist ein großes Gehege für Strauße. Ein Monstergehege. Und ich möchte auch viel nochmal mit Steinen arbeiten und so. So, das soll nicht alles so sein, wie es jetzt ist. Auf gar keinen Fall soll das so werden, wie es jetzt ist. Das hier mal machen. Die beiden sind auf jeden Fall hier gut unterwegs. Die haben ja was zu trinken, haben die schon. Und Futter, ja, ich meine, da geht bestimmt nochmal hier so eine Futterschüssel groß für die. So, und schon haben die ja alles, was sie brauchen. Die Strauße. Dann kriegen die wenigstens jetzt erstmal ihre Sachen. Wie schaut's denn sonst aus, das Gehege? Ja, geht so gerade, ne? Weiß nicht. Sollen wir die Tiere gleich direkt kaufen eigentlich? Die wir hier brauchen? Da sollen ja auf jeden Fall auch nochmal Giraffen reinkommen. Die heißen Netzgiraffe, ne? Ja. Fällt mir jetzt gerade so ein. Da fiel es ihm ein. Die silberne nehmen wir natürlich und das soll schon ein großes Männchen sein. Die beiden kommen jetzt erstmal hier rein. Sehr gut, Panzernasborn wird bald Nachwuchs haben. Ich meine von mir aus. Und das Warzenschwein erwartet auch Nachwuchs. Die hätten ja hier auch noch mit rein können. Aber ich finde das, glaube ich, ganz cool, wenn die alleine sind. Heißen die einfach nur Zebra? Natürlich nicht. Die heißen Steppenzebra. So. Du bist das Männchen. Zwei Weibchen schon mal. Drittes Weibchen. Viertes Weibchen. So, dann haben wir vier Weibchen bei den Steppenzebras. Die noch mit da reinkommen. Geparden können wir damit reinmachen. Kaffernbüffeln? Nee, wir wollten Gnus, ne? Die ich ja auch noch nicht so wirklich hatte. Weißschwanz-Gnu. Hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Noch nicht richtig. So. Hier ist jetzt auf jeden Fall große Tierparty hier. Die können alle mal ruhig hier rein. Viel Spaß beim Laufen. Dann gucken wir mal. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass die ausbrechen kann. Die Giraffe. Kann sie nicht. Das ist schon mal gut. Es ist auf jeden Fall massig Platz hier drin. Für die Giraffen. Und auch für die anderen Tiere. Ist die krank? Die ist tatsächlich erstmal verletzt. Gleich mal einen Tierarzt rufen. Weiß auch nicht, wie viele Tierärzte wir haben. Weiß man's? Wir haben etliche auf jeden Fall. Die haben
Einige von denen haben aber auch Arbeitsbereiche, das ist ein bisschen blöd. Okay. Kommt hier eine Tierärztin, die nur für das Gehege unterwegs ist. Das glaube ich, tatsächlich das Beste. Wenn die das hier hat, Personalgebäude das hier und dann eine Tierarztpraxis. Ist das eine Tierarztpraxis? Ja. Grasland. Genau. Und tja, im Prinzip, warte mal, das geht auch noch und dann ist hier das Klo gewesen, ne? Weil dann haben wir hier nochmal Grasland. Ne, warte mal kurz, Das ist ja auch Schwachsinn. Jetzt habe ich ja zweimal Grasland. Ah! Okay, wo ist die? Hier ist Tracy. So, das weg. Weil dann kriegt Tracy nämlich jetzt das Grasland, Oh, jetzt erstmal hochscrollen hier. Du hast auch Grasland. Die Tiere kommen ja jetzt eh erstmal. Trudy, hier ist Tracy. Grasland. So, das hat schon mal funktioniert. Die Tiere werden angeliefert hier. Ich weiß nicht, ob es denn gut geht. Krankes Tier entdeckt. Das ist halt blöd. Einzig, was blöd ist. Bist du krank? Man weiß es nicht. Aber den Tieren scheint es ganz gut zu gehen. Die Savanne lebt, Leute. Die Savanne lebt. Ja, ich hätte die vorher halt ins Dings machen sollen. In die Quarantäne. Sind das hier zwei Zebras, die ineinander schwimmen? Oder? Ja, tatsächlich. Aber ich meine, gut. So ist das Leben halt, ne? Lassen wir es erstmal so. Wir haben auch nicht so viele Tierarztpraxen. Könnten gut hier vorne eine hinbauen noch. Weil Probleme hätten wir hier auf der Ecke ja wahrscheinlich genug. Habe ich so ein Gefühl irgendwie. Arbeitsbereich. Und dann bearbeiten wir... Wo ist jetzt Grasland? Da. Das gehört noch mit dazu. Das hier als Futterküche noch. Das auch. Und dann passt's. Und dann laufen die hier auf jeden Fall öfter hin und her. Das Ding wird auch krank sein, das Gnu, ne? Nee, doch nicht. Sauberkeit im Gehege. Du machst nämlich tatsächlich nur sauber. Immer nur sauber im Gepardengehege? Nee. Was ist denn jetzt Grasland? Grasland. Da machst du jetzt nur sauber. Der Giraffe? Oh, geht's jetzt auf jeden Fall besser. Und die Besucher feiern das auch. Da drüben auf jeden Fall im Asienbereich. Oh, und hier jetzt auch. Okay, cool. Also bis hier gehen die schon mal hin. Hier drin sind ja wahrscheinlich noch keine Mitarbeiter. Doch, da. Okay, wir haben auch Mitarbeiter hier. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar Bänke. Oh, ein kleiner Moment. So, wieder da. Was für Bänke nehmen wir denn hier? Die hier? Die neuen Weltbänke? Nee, macht ja gar keinen Sinn. Die modernen Bänke? Ja, die sind zu klobig hier. Oder die normalen Planet-Zoo-Bänke. Ne, wir nehmen die neue Weltbänke hier. Machen wir welche hier hin. So, dass man halt hier sitzen kann und was essen kann, wenn man das möchte. Auch gerne hier drunter. So. Und hier oben halt auch. Weil dafür soll das halt sein. Die Ecke hier. Dann brauchen wir natürlich noch die obligatorischen Mülleimer hier überall. Und wenn wir die dann haben, dann ist es, glaube ich, auch sehr gut alles. Da brauche ich ja keinen Mülleimer hin. Hier hinten auf die Ecke vielleicht. Und hier drüben.
Sehr gut, ja, okay. So, die Mitarbeiter, die sind relativ traurig. Das ist ja schade für die. Wie viele Leute sind hier unten? Noch gar keine. Ach, guck mal, hier ist tatsächlich auch noch ein bisschen Gras durch den Weg gewesen. Gleich mal wegmachen. So. Nochmal Mülleimer hier. Hier hinten auf die Ecken. Und ja, hier unten können wir im Prinzip ja auch nochmal zwei Bänke hinmachen. Und auch gerne die Bänke hier noch. Wenn man sich da ja hinsetzen kann. So. Guck mal, ich finde das ganz gut. Hier drin vielleicht auch mehr so. Okay, da kriegen wir keine richtige Bank hin. Aber die Leute freuen sich. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal viel wert. So, das heißt, wir haben Gnus, wir haben Zebras, wir haben Giraffen. Antilopen wäre noch nicht schlecht. So vom Einrichten her sind die ja zufrieden. 2800 Quadratmeter brauchen die und hier sind jetzt 11.000. Das ist schon heftig. Kommen die da hinten rein, die Giraffen eigentlich? Zählt das als stabiler Rückzugsort? Ja, nice. Das ist doch gut. Ein stabiler Rückzugsort ist nicht groß genug. Das ist eher blöd. Aber die kommen hier hinten ja schon mal rein. Das ist ja schon mal nicht... Das ist ja schon mal viel wert. Das Lama wird bald erwachsen. Oh, Hawker. Unser kleines Lama. Ja, süß, ne? Süß. So. Ob die Savanne jetzt wirklich fertig wird irgendwann? Weiß ich noch nicht. Wir müssen auch Steine haben. Wir müssen auch deutlich mehr Tiere reinhaben hier. Beziehungsweise, das muss alles ein bisschen besser koordiniert werden. Wo machen wir denn jetzt überall Futter hin? Hier ein Futterding, hier ein Futterding. Dann brauchen die Giraffen natürlich noch eins. Wo ist denn das? Für die Giraffen. Die fressen ja aus so einem großen Ding. Hier ist so ein Futterspender. Oh, der ist gut hier hinten. Und wo ist denn jetzt der andere? Finde ich den nicht? Die haben, ach, hier ist das. Dann kriegen die hier vorne noch was zu fressen. Dann ist da auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ruhe, was das angeht für Futter. Und die haben jetzt auch direkt Spielzeug. Naja, wunderbar. Lamas erwachsen. Yay, Hawker. Ah, Hawker hat schon direkt das Zeug gekriegt. Sehr gut. Ja, nice, Leute. Diese waren, ich finde das, guck mal, das passt sich doch ganz gut rein ins Gehege, das Gebäude. Die Leute scheinen es auch zu mögen. Und die Tiere kommen auch relativ gut zurecht damit. Bonus durch Tierarten. Welche Tiere könnte ich denn noch mit reinmachen? Strauß haben wir? Zebra haben wir? Giraffe haben wir? Wahrscheinlich Springböcke oder Thomson-Gazellen. Kaffernbüffeln wäre auch nicht schlecht. Oder Rappenantilopen. Oder wir machen die klassischen Springböcke rein. Die hier mit rumlaufen. Ist auf jeden Fall dicht dran, dass ich noch eine Giraffe mehr haben möchte. Weiß auch nicht warum. Kaffernbüffel vielleicht? Die machen das Ganze natürlich ein bisschen... Lockern das Ganze natürlich noch ein bisschen auf, ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall noch eine Giraffe mehr, weil zwei Giraffen finde ich blöd. Ich brauche mehr Giraffen, Leute. Mehr Giraffen. Das ist wichtig. Netzgiraffe. Gibt's noch eine Süße hier irgendwo? Die hier. Zup. Und jetzt kommt die hier in das Graslandgehege, was unglaublich groß ist, wie gesagt. Ich hoffe trotzdem, dass das so euren Geschmack trifft vielleicht. Das Gebäude ist jetzt ein bisschen was anderes. Ich finde es am Ende des Tages, wenn du hier aus dem Gehege rausguckst, gar nicht so schlecht. Sieht schon sehr afrikanisch aus. Und die zwei Höhen finde ich halt auch ziemlich cool. Auch wenn du dich als Besucher dann gehen kannst. Und dann kannst du sagen, okay, gut, wir gehen hier nochmal raus auf den Balkon und gucken die Tiere an. Das gibt halt neue Möglichkeiten irgendwie, ne? In dem Gehege.
Das wäre so mehr das, was ich hätte. Und du kannst halt hier auch stehen und hier auch nochmal Tiere gucken. Und du kannst da hinten nochmal stehen und ich glaube, ich werde hier hinten auch nochmal irgendwas machen. Und ich muss mit Steinen halt arbeiten. Ich würde halt hier gerne Steine rum haben. Als natürliche Abgrenzung und auch hier hinten irgendwo. Das wäre so meine Idee. Das passiert, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Eventuell ein Speedbuild, wo ich schon mal die Steine platziere und sowas. Das könnte in der nächsten Folge passieren. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet. Und wir sehen uns dann allerspätestens in der nächsten Folge wieder, wenn die Savanne weiterlebt. Und wenn die Savanne auch weitergebaut wird. Ich würde mich freuen. Die Giraffe ist erstmal da. Und bis dahin würde ich sagen, haut doch erstmal rein, Leute.